Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5. Wir sind hier gerade in der Grabeshütte drin und machen ja gerade eine Quest. Ich hoffe, wir sind hier fertig. Höchster nur das da. Ja, nein. Ja, genau, wir sollen wieder raus. Wir mussten in der letzten Folge einen Geist besiegen. Heute ist der 27.12., ein Tag nach dem zweiten Weihnachtstag. Wie habt ihr denn die Feiertage verbracht? Ich habe sie sehr gut verbracht, schön gemütlich. Immer noch so ein bisschen weihnachtliche Stimmung, aber die legt sich zumindest. Jetzt geht's ja auf den Weg zu Neujahr. Heute noch, morgen, übermorgen. Ah, kommt schon bald. Hier wurden wir attackiert von diesen komischen Kultisten. Es ist nachts, wir können schlafen gehen, da ist unser Pferd. Wir müssen immer noch gucken, wie es eigentlich jetzt heißt. Wir gehen jetzt mal ins Gasthaus rein und werden die Quest, die wir gerade gemacht haben, abgeben. Und ich trinke dann kurz meinen Schluck Kaffee. Entschuldigt mich kurz. Let's Play und Kaffee, das ist so ein... Oh, hi. Ist so eine Sache, die... Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrock. Das habe ich im Feuerschleierhügel gefunden. Tagebuch überreichen. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Aha. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Nun... Es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Ja, ich will keine Belohnung. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Was, kein Lohn? Ach, er hat die Savia-Drachenklaue, die der Typ haben wollte. So, ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarls sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Banditen an für einen Bruchhelmteil. Gut. Was habt... Essen haben wir noch? Könnt ihr über... Hochrock? Ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört Danke. Das Zimmer euch. Ich hoffe, wir haben noch genug Gold. Was sagt es? Ja, 1475 haben wir wieder. Nee, ich weiß. Mitte, du bist bei... Okay. Komm mal her. Wissen, ich gebe euch Deckung. I need you to do something. So, was braucht ihr? Gut, setz dich da mal hin, kleine Alicia Lady. Sonst noch etwas? Nee, ich geh jetzt mal so 9 Stunden pennen. Schön schlafen. Muss ja auch sein. Oh, was soll er denn jetzt machen? Erstmal aufwachen. Es war drüben bei den Hürden. Nein. Das ist eine Kreatur des Bösen, Lindley. Ihr solltet euch doch von diesem... Willem, du weißt doch, dass das kein Geist war. Ich war neugierig. Ich habe den Geschick... Okay, Alicia. Follow me. Folge mir. So. Solltet ihr auch nicht. In höchster Not. Nee, tötet den Mann auf Karte. Wo ist denn das? Bruchhelm, ach, bei Wift? Nee, da gehen wir jetzt nicht hin. Ich habe keine Lust nach Wift. Und ich werde mein Wort nicht brechen. So, Himmelsrand. Dann werden wir mal das Horn des Jorgen. Windruber, wo ist mein Pferd? Da bist du ja, das ist eine Sie. Hi. Alten Pferd von Albernag. Die Seite war es, genau. So. So, dann das Horn des Jürgen Windrufer. Wir müssen nach Mortal. Wie laufen wir denn am besten? Wir können... Windhelm, Reise nach Solzheim. Nee, das müssen wir kurz ausmachen. Reise, das Drachenblut machen wir aus. Das verwirrt sonst nur unnötig. So, wir könnten über Windhelm und Dämmerstern reisen. Oder... über Einsamkeit Richtung... Ich glaube, ich werde es über Einsamkeit machen. Weil Windhelm... ist zwar auch ein schönes Laufen, aber... Oder ist das kürzer?
Windhelm? Dämmerstern? Da würden aber über zwei Städte reiten, da müssten wir ja von hier nach da, Richtung da. Nee, das ist blöd. Ja, da führt ein Weg entlang, das weiß ich. Ich kenne mich hier schon exakt aus, oder? Wir gehen hier so, da, können auch so rumgehen. Das heißt, hier ist ja dieser, ich würde nicht See sagen, so Flüsse und durchgesetzt mit Inseln oder Flussgebiete. Und dafür ist ein richtiger Rundgang. Man kann so eigentlich eine Runde machen, aber wenn wir über die Waldheimer-Türme und über Weißdorf reisen, dann müsst... Aber das ist ja auch nicht so ein direkter Weg. Wir würden ja dann etwa so gehen, hier lang, hier dem Fluss folgen, dann würde hier der Honigbräutigam, dann würden wir hier lang laufen, dann würden wir etwa hier an den Türmchen lang reisen, so, über Rorikstadt und dann mit so einem kleinen Böglein. Ist alles ziemlich langer Weg, Obwohl, aber so gesehen ist der Weg über Windhelm eigentlich, glaube ich, kürzer. Kann das sein? Weil wir würden ja dann nur so reisen? So? Etwa so? Oder würde es auch noch... Ich glaube, wir würden am Winterfest... Nee, ich komm. Ich gehe am Weißdorf vorbei, den Weg, den ich am besten kenne. Und noch eine Ladung Baumstämme ruiniert. Diese Bären haben es auf den... Zu Not? Wir könnten hier noch ein Quest mit Bären annehmen, das können wir aber später noch machen. Weil wir müssen ja eh noch hin und her reisen. Zu Not? Können wir auch in Rorikstadt über... nächtigen, weil ich bin immer, ich gehe so nachts gerne schlafen, ich bin nachts selten unterwegs. Wir könnten auch mal die Nacht durchlaufen, dann kann ich euch nämlich den schönen Nachthimmel zeigen. Das Pferd, wollte ich... So, da müssten wir eigentlich jetzt... War da nicht ein... Troll so? Weil ich meine... Ja. Nein! Pferd, hau ab, du blödes Vieh! Oh, da haben wir einen Wurz. So, wir brauchen Ausdauer. Ein Kämpfer mehr. Haben wir noch was mit Ausdauer? Frost, können wir mal auf mein Schwert klatschen. Nee, leider nicht mehr. Fernung zur Ausdauer. Ja, komm hier, nehmen wir mal kurz. Aua! Kurz Abstand halten. So, was macht er denn jetzt? So, ihn kurz den Schild in die Fresse hauen. Abstand halten. Und Attacke! Und so, wieder das Schwert ins Gesicht. Nee, jetzt kann er nicht mehr. Doch, jetzt. Bam. Und das war kritisch. So, wir besiegen den Trollschnämer. So, jetzt. Bam. Wumm. Oh, wir können die Stahlpfeile mit rausnehmen. Das ist ganz gut. Aber gut gemacht alles. Wir könnten auch hier einen Wurz mal mitnehmen. So. Wo ist mein Pferd? Ist doch jetzt echt nicht gestorben. Nee, das ist nicht gestorben, aber es war knapp. Erinnert mich bitte daran, dass wir vielleicht eventuell bei Weißlauf sogar einen Zündstopp einlegen, weil ich muss verkaufen. Wir wiegen fast 300 Kilo. Das ist zu viel. Da trinke ich jetzt noch kurz auf den Schock des Trolls ein Stück Kaffee. Prost. Werf einen Blick auf die Uhr. Haben wir noch Zeit. So, die zweite Folge ist dann am 28. Die dritte 29. 30. In 5 Folgen kann ich euch ein frohes neues Jahr wünschen. Ah, die Weihnachtszeit ist doch die schönste Zeit im... Ich finde Weihnachten immer am schönsten. Dann sind, leuchten so die Lichterketten, die Häuser sind schön beleuchtet. Es gibt schöne Filme im Fernsehen. Obwohl dieses Jahr wirklich nur auf Weihnachten angehäuft. Früher haben sie eigentlich immer so ab 1. Dezember auf Weihnachtsfilme gebracht. Hab mich ja gewundert, dass sie dieses Jahr Kevin allein zuerst und Kevin allein gebracht haben. Ah,
Das ist unser erster Säbelzahntiger. Auch eine Bedrohung. Ziehen wir mal das Schwert. Wir brauchen unbedingt Heidkacke übrigens noch. Nee, der läuft weg, shit. Dann müsste ich wieder so weit zurückrennen, so mein Pferd, das ist blöd. Schade, dass die Ego-Perspektive beim Pferd weg ist. Bei Oblivion war es ja noch so, dass man ein Pferd hat. Wir können auch Oblivion Let's Play, das Spiel habe ich nämlich auch. Das ist wirklich ein schönes, auch ein schönes Game. Ich muss das Pferd in Sicherheit bringen. Nein! So, hier steigen ab. Hau! Ah, du blödes... Nicht immer mit kämpfen! So, jetzt haben wir ihn. Bumm, unseren ersten Säbelzahn. Und das nervt mich immer ein bisschen, dass die Pferde so aggressiv sind. Mann, du darfst... Du stirbst doch, Lady! Oh! Verschwindet er gerade? Komm, ich zieh dich mal raus. Nee, geht gar nicht. Okay. Entschuldigung. Albernack. Ich bin Albernack. Entschuldigung. Okay, lassen wir den mal hier und reiten noch mal weiter. Ja, in Weißlauf werden dann einen Zwischenstopp einlegen und verkaufen. Ein bisschen an Gold kommen. Ich will ja heiraten. Man kann ja in diesem Spiel heiraten. Wo war ich denn? Genau, bei Oblivion. Ja, Oblivion ist ja auch... Ist ja auch noch ein geiles Game, da konnte man dann auch mit Pferde reiten, mit Ego-Perspektive, nicht mit Pferdeperspektive. Das kann man hier leider nicht mehr. Schade. Ja, Oblivion würde ich jetzt auch noch, oder Fallout 3. So, nicht immer die neuesten Spiele, auch ältere Spiele, ist auch für meinen Rechner besser, glaube ich. Ich habe zwar auch, ich spiele zwar auch Fallout 4, aber da brauche ich gar nicht erst mit Aufnahmen machen. Das weiß ich jetzt schon, dass das nicht klappen würde. Schade eigentlich, weil Fallout 4 auch ein sehr geiles Game ist. Für mich das beste Game, was jetzt dieses Jahr 2015 rausgekommen ist. Ich bin ja sowieso so ein Bethesda-Fan. Also Fallout, Skyrim, The Evil Within ist nicht so meins. Nicht so, also macht zwar, kann zwar auch Spaß machen, aber weiß ich noch nicht. So. Ich genieße jetzt erstmal die Musik und trinke wieder einen kurzen Schluck Käffchen. Alicia? Ach ja, man kann ja auch jetzt mit Pferd kämpfen. Die sieht so böse aus. Ja. Na? Ihr seid tot. Naja. Ja, bist du tot. Bam, bam. Oh, mit dem Schwert getötet. Nicht mit dem Schild. Geil. So, was hat der Mond? Ach so, das sind Zaubertränke. Ah, wir wiegen schon wieder zu viel. Das ist nicht schön. Was? Ja, übrigens, man kann ja in diesem Spiel heiraten. Ich weiß noch nicht, wer meine Frau werden soll. Oder Mann? Nein, natürlich kein Mann. Vielleicht ist er Albernack schwul. Nee, Albernack ist nicht schwul. Aber ich, das finde ich so geil, dass man hier wirklich alles heiraten kann. Einfach alles. Aber die müssen sich auch mögen. Ich versuche so immer einzugrenzen. Was ist, ach so, das ist ein Banner. Ich dachte schon wieder ein Gegner. So, dann reisen wir mal weiter Richtung Weißlauf. Ziegen, geh mir aus der. Ach, du doofe Ziege, geh mir doch auf den Weg. Wir sehen mal vor mir fliehen. Nee, das sind Trunkenbeute, aber da halte ich jetzt echt nicht an. Hi. So, dann reisen wir mal weiter. Schön durch die. Wir speichern kurz. Weil ich habe keine Lust. So. Weil die Framerate eben auch so ein bisschen spinnt. Ich habe die Befürchtung, dass das Spiel
stürzen könnte, was das mal gelegentlich bei mir macht. Aber nur gelegentlich. Oh, die Musik. Genießt sie. So. In 2 Minuten endet auch schon die Folge. Ich glaube, die geht 2 Minuten länger, aber ich habe 16.13 Uhr angefangen. Da ich eben keinen Timer habe, habe ich einen Wecker mit Digitalanzeige und habe ich mal so geguckt, weil ich mache ja 15 Minuten Folgen. So ab 16.15 Uhr bis 13 ist eine halbe, Viertelstunde, 15 Minuten. Eine Minute noch, aber ich habe um 13 angefangen, so müsste 16, 17 Minuten gehen die Folge, die nächsten gehen wieder 15, so um den Schnitt immer 14, 15, 16. Kommt drauf an, wie ich nämlich schneide. Ja, hier hatten wir diese auch in den Banditen. Wir hatten ja in der letzten Folge sehr häufig Banditen, bevor wir nach Hochrotka gingen. Jetzt suchen wir das Horn des Eisen, des Jürgen Windhufers, nicht Eisen, sondern Jürgen Windhufers zu holen. So, hier haben wir einen Hirsch, den könnten wir jagen, will ich aber eben nicht. Trink noch kurz einen Schluck Kaffee. Das muss ich öfters mal machen. Und dann werde ich auch keine Aufnahmepause machen, sondern eine Folgenpause. Ah, lecker. Ja, und jetzt kommt die Folgenaufnahme, also die Folgenpause, nicht die Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Euer Freedom, bis dann. Tschüss.